pro Rede mehr zu, sondern wir stimmen den Antrag jetzt einfach ab, den GEU-Antrag. Seid ihr dafür, die Geschäftsordnung dahingehend zu ändern, dass wie inzwischen auf dem Beamer dargestellt, seid ihr dafür, bitte hebt jetzt die Karten. Danke, bitte runternehmen. Wenn ihr dagegen seid, hebt jetzt die Karten. Das ist eindeutig, ihr seid dagegen, wir fahren fort mit der bekannten Geschäftsordnung. So, nächster Tagesordnungspunkt ist der Top 13.3 PA02 Verbandsklagerecht bei Bürgerinitiativen. Herr Thomas. Wenn ich noch anders überlege, sieht es nicht den ganzen restlichen Tag hier oben. Bürgerinitiativen sind eine wirklich schöne Einrichtung. Da tun sich Bürger zusammen, sie recherchieren, sie finden Punkte, die an Planfeststellungsbeschlüssen oder Ähnlichem wirklich katastrophal sind. Schönes Beispiel, auch wieder meine kleine BI, gibt es einen Planfeststellungsbeschluss, in dem die planfeststellende Behörde gesagt hat, wenn der und der Punkt eine Einzelmaßnahme wäre, dann könnten wir dem nicht zustimmen. Wenn der und der Punkt eine Einzelmaßnahme wäre, könnten wir dem nicht zustimmen. Aber in der Summe aller Punkte, da müssen wir sagen, och, dann ist das alles nicht so schlimm, wenn Fledermäuse ihre Jagdreviere verlieren, wenn geschützte Pflanzen, 120 Jahre alte Bäume gefällt werden und da ein marginaler Ausgleich für stattfindet. Und das sind so Sachen, die hätte man doch als Bürgerinitiative gerne mal überprüfen lassen, juristisch. Scheiße, geht nicht. Als Bürgerinitiative bist du überhaupt nicht klageberechtigt. Du musst einzelne Mitglieder finden oder einzelne Menschen finden, die in ihrem Leben, in ihrer Gesundheit oder in ihrem Eigentum bedroht sind. Und die dürfen dann auch nur auf solche Punkte klagen, die dort tatsächlich dann sie betreffen würden. Das heißt, das ist ein relativ stumpfes Schwert, was dort gefahren werden kann. Denn derartiges nachzuweisen ist erstens ungeheuer schwierig und zweitens lässt es der Verwaltung nahezu endlose Spielräume, um fragwürdige Entscheidungen zu treffen, solange das dann von der Genehmigungsbehörde auch akzeptiert wird. Wir brauchen ein Verbandsklagerecht für Bürgerinitiativen, genauso wie wir schon ein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen beschlossen haben. Was denn tatsächlich auch hier wieder diese Bürgerinitiativen erfüllen müssen, um dann Anrecht zu haben, ein Verbandsklagerecht in Anspruch zu nehmen, das regeln wiederum die weiteren Ausführungsbestimmungen. Heute ist es so, du musst dich als Bürgerinitiative einer anerkannten Interessenvereinigung anschließen, BUND, NABU oder Ähnliches. Die wiederum, schade eigentlich, dass der zweite Antrag jetzt erst kommt, der hätte der erste sein müssen, solche anerkannten Interessenorganisationen haben auch nur ein beschränktes Budget. Wenn Sie das nun dummerweise in diesem Jahr schon ausgegeben haben und wir haben jetzt November und jetzt kommt ein Planfeststellungsbeschluss und man müsste jetzt eigentlich relativ kurzfristig dagegen angehen, dann haben die vielfach kein Geld. Außerdem sind auch Interessenvereinigungen nicht unbedingt insofern unabhängig, dass sie sagen, wir legen uns ständig mit der Verwaltung an. Wir wollen ja auch da in einem relativ guten Licht erscheinen. Das heißt, wenn die keine wenigstens 80-prozentige Chance sehen, dass die Einwände, die sie dann vorbringen könnten, auch erfolgreich vor Gericht sein werden, treten die erst gar nicht an. Das kann man damit ausschalten, indem man der Bürgerinitiative ein Verbandsklagerecht gibt. Danke. Die Rednerliste ist schon bestückt. Ja, lieber Thomas, auch hier, ich schätze deine Arbeit, aber mir fällt das schwer.
Ich will auch sagen, warum. Ich habe als Kommunalpolitiker bin ich im Planungsausschuss und ich kann dir eins sagen, du sagst auch nur, du überlegst, einen Bebauungsplan aufzustellen und du kannst die Uhr danach stellen, du hast eine Bürgerinitiative an den Hacken. Ich finde Bürgerinitiativen grundsätzlich gut, wenn sie eine gewisse kritische Masse überschritten haben. Wenn wir das aber so machen, dass wirklich sich drei Leute, die ein Grundstück haben, zusammenschließen können und sofort Verbandsklagerecht haben, dann haben wir planerischen Stillstand in Deutschland, dann haben wir überlastete Gerichte und dann wird hier nichts mehr passieren. Und wir stehen noch vor großen Aufgaben. Wir müssen die Stromtrassen neu planen, weil wir wollen alle die Energiewende. Und das wird nicht gehen, ohne dass gewisse Leute auch auf angestammte Rechte verzichten müssen. So pragmatisch muss man das einfach mal sehen. Wir werden hier keine Stromtrassen durch Deutschland legen, ohne dass Grundstücke berührt werden. Das geht einfach nicht. So, und deswegen möchte ich als pragmatisch handelnder Kommunalpolitiker da wirklich von abraten. Und da möchte ich noch eins sagen. Es gibt hier in Deutschland keinen Bebauungsplan und nichts wird recht, ohne dass politische Vertretungen dem zugestimmt haben. Es ist ja nicht so, dass die Verwaltung Recht macht. Recht wird es durch Zustimmung der Räte, der Kreistage und so. Und da sitzen unsere Leute mit drin. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir hier jetzt heute so nicht darüber abstimmen müssten. Danke. Ich finde deinen Antrag ausgesprochen sympathisch. Andreas hat das Problem der Stromtrassen angesprochen. In meiner Region unterstütze ich eine BI fachlich, so gut ich kann, versuche Hinweise zu geben. Ich fürchte aber sehr, wir haben wirklich das Problem, dass sich BIs noch schneller gründen werden als bisher und dass wir eine völlig unübersichtliche, chaotische Situationen bekommen, weil dann plötzlich sich Leute zusammentun können zu einer BI, aus welchen Interessen heraus auch immer, und gegen fast alles klagen können, was ihnen nicht gefällt. Das halte ich für sehr problematisch und auch nicht durchführbar. Könntest du noch einmal erläutern, ob das Verbandsklagerecht inzwischen für alle Verbände gilt oder nur für einzelne? Denn das sollte eigentlich auch die angestammte Vertretung von Bürgerinteressen sein, so ein Verband. Gut, damit schließe ich die Rednerliste. Das Schlusswort bitte. Um auf die Frage von Michael einzugehen, es ist meines Wissens nach so, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Interessenorganisationen gibt, die als solche definiert sind, dass sie tatsächlich die Interessen von vielen, von genug Menschen vertreten, um dann auch als Interessenvertretung mit Klagerecht geführt zu werden. Der Einwand von Andreas ist dahingehend zu beantworten, dass es natürlich Richtlinien geben muss, wann denn eine Bürgerinitiative ein entsprechendes Klagerecht bekommen soll. Die Ausgestaltung für die Inspruchnahme dieses Rechts erfolgt im Rahmen der Gesetzgebung. Deshalb steht das da. Fällt mir jetzt nichts mehr ein, wo ich tatsächlich sagen kann, dass es nicht bei diesem Antrag berücksichtigt werde, und bitte nach wie vor um Zustimmung. So, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur Abstimmung dieses Antrags. Wenn ihr dafür seid, diesen Antrag anzunehmen, dann hebt bitte jetzt eure Stimmkarte. Danke. Wer dagegen ist, bitte jetzt die Stimmkarte heben. Gut.
Gut, also das sind mehr, damit ist der Antrag nicht angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, 14.4, Einreichung, also PA03, Einreichung eines Altlastensanierungsfonds. Also ich stelle einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, das Vorziehen des PA09. Hintergrund ist, dass ich mit Andreas gesprochen habe und seiner Einschätzung folge, dass doch heute relativ wenig Menschen, aus welchen Gründen auch immer, hier sind, um über Anträge zu bescheiden, die dann Grundlage für weitere Entwicklung innerhalb der Programmatik dieser Partei sein sollen. Und deshalb meine heute vorzustellenden Anträge auf das beschränke, was ich auch oben als Beispiel gegenüber der Presse genannt habe. Das war dann der PA09 als abschließender, den ich jetzt gerne noch behandeln würde. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann. Gut, dann greife ich das auf. Wollen wir den PA09 vorziehen in der Tagesordnung? Wer dafür ist, möge bitte seine Stimmkarte heben. Gegenprobe, wer ist dagegen, den vorzuziehen? Das ist eine Mehrheit dafür, das heißt, wir ziehen diesen Antrag vor. Das heißt, jetzt kommt nicht der PA03, sondern der PA09. Spielfeld. So. Ja. Danke sehr. Steuerverschwendung will jeder bekämpfen. Du findest keine Partei, die sagt, Steuern, die werden doch alle so eingesetzt, wie sie eingesetzt werden sollen. Ja, sehr schön. Das Jahrbuch der Steuer, das Schwarzbuch der Steuerzahler listet jedes Jahr eine schöne lange Liste auf, wo es zu gigantischen Fehlplanungen gekommen ist, wo nun insbesondere die Verwaltung nicht immer ganz unschuldig ist. Da gibt es Menschen, die einfach nicht sich schlau genug machen, ob das, was beispielsweise in Kalkulationsunterlagen drinsteht, auch tatsächlich realistisch ist. Und in Zeiten Klammerkassen wird gerne dann der billigste Jakob genommen, auch wenn das nicht zwangsläufig sein muss. Was ich möchte, ist, dass Beamte, die mit derartigen, auch weitreichenden finanziellen Entscheidungen betraut sind, sich doch noch ein wenig mehr Gedanken darüber machen, ob all das, was sie dann der Politik zur Entscheidung vorlegen, tatsächlich realistisch ist. Paragraph 48 Beamtengesetz sagt auch nur, dass bei absolut grober Fahrlässigkeit eine Mithaftung tatsächlich gegeben ist. Und das ist etwas, was meines Wissens nach ausgesprochen selten vorkommt. Ich möchte da eine gewisse Mithaftung einführen. Und von daher kann man jetzt sagen, auch da sagen wir irgendwann, Ausführungsbestimmungen sollen das genau regeln. Oder als Alternative können wir uns auch darüber unterhalten, ob sie bis zu 20% des Bruttojahreseinkommens haften. Das ist eine Zahl, die ich einfach mal so in den Raum stelle, bei Projektüberschreitungskosten bis zur Höhe des Überschreitungssatzes. Also das heißt, dass nur das, was tatsächlich an Schaden entstanden ist, auch dann gedeckt werden muss. Das ist der erste Teil. Und nun können wir uns auch darüber unterhalten, ob es zusätzlich noch strafbar sein soll. Und da gibt es halt maßgebende Regelungen, die allerdings auch verhältnismäßig stumpfe Schwerter sind. Denn wann haben wir tatsächlich mal gehört, dass
aufgrund von Projektüberschreitungskosten Beamte strafrechtlich verfolgt worden sind. Auch da gibt es dann eine entsprechende Konkretisierung, die innerhalb des Antrags ausführlich dargestellt ist. Ja. So, die Rednerliste ist eröffnet. Hallo Thomas, die Mentalität der Beamten, also die Grundintention finde ich positiv, aber ich erwarte oder kann mir gut vorstellen, dass ein Beamter dann sagt, dann mache ich lieber gar nichts. Das heißt, ähnlich in die Kerbe, die Andreas Neugebauer eben angedeutet hat, ist das kontraproduktiv. Wir müssen den Grundantrag irgendwie noch ein bisschen überarbeiten. Ja, im Grunde finde ich das positiv. Ich habe nur ein Problem mit dem Bund der Steuerzahler. Ich weiß nicht, in irgendeiner Sendung habe ich das demnächst aufgeschnappt. Da sitzen meistens ziemlich wohlhabende Menschen drin, die dann an Gemeinde schicken, hier, wollt ihr nicht das Schwimmbad schließen, also soziale Einrichtungen, da spart ihr das und das Geld. Das Schwarzbuch finde ich immer super, aber was dieser Verein sonst noch so macht, da bin ich nicht so begeistert. Deswegen will ich mich eigentlich nicht unbedingt, dass wir uns da im Programmtext auf sie unbedingt beziehen. Das sehe ich da eher negativ. Also im Grunde genommen vom Thema her super, aber muss nicht Bund der Steuerzahler sein. Ja, ich finde die Intention dahinter natürlich auch gut. Bekämpfung von Steuerverschwendung ist ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel durch das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler. Was ich allerdings nicht für den richtigen Weg halte, da beziehe ich mich jetzt nur auf Modul 1. Für Modul 2 fehlte mir eben gerade die Konzentration, den zu lesen. Dass dort Beamte für persönlich mit ihrem eigenen Eigentum haftbar gemacht werden, wenn es dort eben diese Fälle gibt, vor allem von Kostenüberschreitungen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal den Berliner Flughafen anguckst, der ist ja teurer als geplant. Da muss man eigentlich eher sich hinstellen und fragen, warum kriegt das die private Wirtschaft hin, aber der Staat nicht? Bei der privaten Wirtschaft gibt es eben zum Beispiel, die haben halt das Problem, dass wenn sie solche Sachen viel zu teuer machen, pleite gehen. Das wollen sie nicht. Von daher haben sie da ein entsprechendes Controlling, was das kontrolliert, dass diese getätigten Ausgaben überhaupt Sinn machen. Und sie schließen Verträge ab, die eben diese extremen Kostensteigerungen ausschließen oder ähnliche Dinge. Und das ist eher der Way to go, den ich ja empfehlen würde. Dieser Antrag hat für mich eine hochproblematische Grundannahme darüber, wie der Staat bzw. die Entscheidungsfindung im Staat funktioniert. Andreas hatte das eben bereits gesagt. Wenn durch die öffentliche Hand ein Auftrag vergeben wird, etwas gemacht wird, dann ist das immer ein Zusammenspiel von Verwaltung und eben auch Politik. Es wird in diesem Land, wenn alles gut läuft, und das wird hier ja letztendlich auch vorausgesetzt, es wird in diesem Land kein Cent ausgegeben, ohne dass Politik das vorher freigegeben hat. Das ist ein grundsätzliches Faktum, was hier meines Erachtens nicht zum Tragen kommt. Wenn eine Planung der Verwaltung nicht funktioniert, dann ist es Aufgabe von Politik, dem sich entgegenzustellen und zu sagen, so machen wir das nicht. Das passiert ja durchaus auch, manchmal allerdings nicht. Fragt man sich jetzt, warum? Dann kommt man dahin, dass es hierbei um ein fundamentales Fehlfunktionieren von Politik geht. Darum, dass bestimmte Aufträge oder bestimmte Planungen durchgewunken werden, weil Politik, die führende Politik, die sogenannte Regierung, wie auch immer, das so will. Dieser Antrag möchte jetzt hintenher dann definieren, was jetzt eine Steuerverschwendung war, und sich dann irgendeinen Sündenbock aussuchen, um diesen dann in der vermeintlich vom Antragsteller sehr kritisch gesehenen Verwaltung zu finden. Damit tut man Verwaltung meines Erachtens aber hochgradig Unrecht, und dieses Sündenbocksuchen würde nur dazu führen, dass Verwaltung eben im Zweifelsfalle einfach gar nichts mehr macht, weil derartige Haftungsrisiken würde ich, wenn ich auch nur halbwegs bei Trost wäre, niemals eingehen, wenn ich irgendwo beschäftigt wäre. Dieser Antrag ist meines Erachtens abzulehnen.
Ja, ich kann mich da, was Dirk gesagt hat, im Prinzip nur hundertprozentig anschließen, weil diese Suche nach dem Sündenbock sehe ich genauso. Man darf nicht vergessen, dass der Beamte ein Staatsdiener ist. Das ist halt die andere Bezeichnung für Beamter. Und was ich auch noch kritisch hervorheben möchte, ist dann halt eine Institution wie den Bund der Steuerzahler damit ins Boot zu nehmen. Die sehe ich auch durchaus kritisch, würde ich auch in der Form halt konkret alles ablehnen. Von daher, ich kann ihm leider nicht zustimmen. Ich erkenne die Schwierigkeiten und ich hätte auch lieber die Politik in die Verantwortung genommen als die Verwaltung. Allerdings kann man ja auch auf den Trichter kommen, dass man damit die Position der Verwaltung stärken kann, indem sie sagt, unter diesem Risiko können wir das, so wie von euch beschlossen, nicht umsetzen. Wir verweisen das noch einmal zurück. Man hat kaum Möglichkeiten. Natürlich ist dieser Antrag in gewisser Weise populistisch. Aber wir alle sind uns darüber klar, dass es Verfehlungen gegeben hat, dass man die Kosten für Großprojekte absichtlich kleinrechnet, damit man die Zustimmung bekommt und nachher das alles hinterher schiebt und die Kosten explodieren. Das hat bei Projekten wie zum Beispiel dem Berliner Flughafen Auswirkungen so weit, dass man daran zweifelt, ob deutsche Politiker, ob man in Deutschland überhaupt noch in der Lage ist, vernünftig etwas zu Ende zu bauen. Was wir ebenfalls gehabt haben, ich will jetzt eigentlich nicht vorwerfen, aber mal so auf etwas verweisen, was wir nach der Wende hatten. Da wurden Ausschreibungen so gestaltet in dem Bereich der neuen Bundesländer, dass fast Fehler vorprogrammiert wurden. Es wurde nachher absichtlich heruntergerechnet. Man hat die Baumaßnahme kontrolliert und hat gesagt, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler und deswegen zahlen wir 50% nicht. Daran sind Unternehmen kaputt gegangen. Auch dem muss man Rechnung tragen, auch da muss man etwas tun. Das ist so etwas für mich wie eine Absichtserklärung. Leute, ihr müsst sorgfältiger arbeiten. Weil ich kann die Politik nicht in Haftung nehmen, das ist der politische Streit und das ist die Beteiligung an Wahlen. Und wenn ich da die Argumente nicht habe, aber ich würde dem zustimmen, um etwas zu haben oder im Programm zu haben, wo ich dann drauf verweisen kann und sagen kann, ja, wir wollen etwas dagegen tun. Gut, wir haben einen Antrag, einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Da steht jetzt noch 3, sehe ich das richtig? Du stehst auch noch in der Rednerliste? 3 Stück. Wer dafür ist, die Rednerliste hinter Michael beenden zu wollen, der möge jetzt wieder die Ja-Karte, also die Stimmkarte heben. Wenn du eine Gegenrede... Nein. Was? Achso, ja. Ja. Gut, damit ist die Rednerliste hinter ihm beendet. Thomas, ich finde, Steuerverschwendung gehört fast genauso schwer bestraft wie Steuerhinterziehung. Zum einen. Ne? Aber ich habe zu viele Fragen dabei, und zwar mit Mithaftung von Spitzenbeamten. Wobei, bei Mithaftung von Spitzenbeamten, bei Einzelprojekten, bei Haushaltsplanaufstellungen, wenn die zu viel Personal einplanen, zu viel Geld für Personal ausgeben, der Rat entlastet diese Haushalts- oder diese Hauptverwaltungsbeamten, ist der Rat dann in der Mithaft? Das sind so viele Fragen, die der Antrag nicht beantwortet. Weißt du? Ich finde den Antrag gut als Ausdruck einer Unzufriedenheit mit dem, was halt passiert. Und ich finde es auch gut, dass wir dieser Unzufriedenheit einen Ausdruck geben. Und da die Diskussionen dann halt bei solchen Angelegenheiten auch anstoßen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Antrag irgendeine Form von Lösung oder Verbesserung, also inhaltlich, dass man das wirklich tun sollte. Aber er ist halt eben nützlich, um auf dieses Problem anzukratzen.
Wenn ich jetzt sage, mir reicht das halt eben nicht, ich hätte da schon ganz gerne einen Antrag mit Lösungen, muss ich eigentlich halt demjenigen, der sich über eine Steuerverschwendung beschwert, immer nur sagen, dann wähl dir gefälligst eine bessere Regierungsfraktion zusammen oder eine bessere Mehrheitsfraktion, weil die haben das so beschlossen. Es wurde ja politisch gewollt, dass halt eben die D-Linie in Hannover mit ihren rund 50 Millionen jetzt im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes steht. Bloß mein Problem ist dann, ich sage als Mitglied einer Oppositionspartei eigentlich dauernd, wählt euch doch endlich mal eine gefälligere, eine bessere Regierung, weil die halt echt Mist ist und ja, das ist dann, das beißt sich alles so. Ich möchte mich zunächst einmal bei allen Antragstellern ganz herzlich dafür bedanken, für die Zeit, die Sie aufgewendet haben, die Arbeit, die Sie hineingesteckt haben. Und Sie treffen ja durchweg einen Nerv, der uns alle eint. Du musst mir ganz besonders bei Gelegenheit einmal sagen, wo du die ganze Zeit hernimmst für das, was du alles tust. Aber auch bei diesem Antrag tauchen sofort wichtige, spezielle Fragen auf, die noch geklärt werden müssten. Das kommt ja auch in den Statements zum Ausdruck. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz intensiv dafür zu werben, dass wir mit Ideen, die wir als Mitglieder entwickeln, zu Anträgen, bitte auch in die Fach-AGs hineingehen. Ich kann natürlich am besten für die AG Energiepolitik reden. Inzwischen kommen Landtagsfraktionen auf uns zu mit geplanten Anträgen und wir können sie, glaube ich, in vielen Dingen inhaltlich sehr gut unterstützen. Und wir haben viele AGs, einige sind noch nicht so richtig aktiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese AGs durch entsprechende Anfragen auch wieder motiviert werden, intensiv zu arbeiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir noch viel mehr Fachkompetenz in unserer Basis und auch in den AGs haben, die wir nutzen können und auch müssen. Und dann bekommen wir Anträge, die vorgeprüft sind von Leuten, die in der Materie gearbeitet haben oder auch aktuell noch arbeiten. Und wir haben eine ganz andere Qualität und können dem auch dann viel leichter zustimmen. Ja, ich habe das schon verstanden, was du jetzt wolltest. Okay, es gibt dann, also jetzt stimmen wir erstmal diesen Antrag ab. Beziehungsweise geben dem Thomas noch einmal ein kurzes Schlusswort, dann stimmen wir den Antrag ab und dann gibt es anscheinend einen GO-Antrag, so wie ich das verstanden habe, dann alles der Reihe nach. Ihr habt ja alle recht. In einer idealen Welt müssten wir uns gar nicht Gedanken darüber machen, wie wir uns tatsächlich zu solchen Sachen positionieren, wie es dazu kommt, dass diese Zustände eintreten. Wir haben keine ideale Welt. Uns als Partei, wie vielen anderen Parteien auch, aber uns ganz konkret, wird hin und wieder doch mal, und das immer stärker, vorgeworfen, dass wir genauso werden wie andere Parteien, indem wir nämlich Allgemeinplätze vertreten. Hier ist der Ansatz dafür, mal wieder eine konkrete Stellung zu beziehen, die dann, ich muss mich da heute wiederholen, auch noch weiter ausgearbeitet werden kann. Dieser Antrag lässt insbesondere in seinem Modul 1, das Modul 2 lasse ich gar nicht abstimmen, in seinem Modul 1 Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es wäre schön, wenn wir wenigstens das Zeichen nach außen geben könnten, dass wir uns mit konkreten Lösungen beschäftigen für allgemeine Problematiken. Gut. Dann stimmen wir jetzt mal über diesen Antrag ab. Wer dafür ist, diesen Antrag anzunehmen? Bitte? Da gibt es Alternativen im Modul 1. Alternativen im Modul 1? Mhm. Ach, Freunde. Ein kurzer Blick, die Alternativen habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe ihn hier. Ah ja, genau. Die Alternative.
Gut, es gibt in dem Modul 1 dieses Antrags gibt es eine Alternative, und zwar die des Satzes 2. Ich würde jetzt zunächst die Alternative abstimmen, welche davon wir nehmen, und dann schlussendlich den... Bitte? Scroll doch bitte mal dahin zu diesem... Doch, da steht er da. Das ist das, also ich habe es hier auf dem Beamer, Modul 1, dritter Satz, Alternativ. Ja? Gut, also ich würde dann jetzt erst einmal diese beiden Alternativen abstimmen und dann stimmen wir über den gesamten Antrag noch einmal ab. Wer dafür ist, die Alternative 1, also den Ursprungstext des Modul 1 zu verwenden, der möge jetzt wieder die Stimmkarte heben. Nee, der zweite ist weitergehen. Okay. Genau. Wer dafür ist, den Alternativtext anzunehmen, möge jetzt bitte die Stimmkarte heben. Das sind sehr wenige, nur zwei. Also würden wir jetzt abstimmen über den Antrag in seiner ursprünglichen Form des Modules 1 und 2. Wer dafür ist, diesen Programmantrag anzunehmen, hebe jetzt... Modul 2 ist zurückgezogen. Oh, schön. Ach, war das ja vorhin? Okay, ja. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, als ich vorhin draußen war. Über das Modul 1. Wer dafür ist, dieses Modul anzunehmen, der möge jetzt bitte die Stimmkarte heben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Wer dagegen ist, das ist keine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, der Antrag ist nicht angenommen. Danke sehr. So, jetzt haben wir einen GO-Antrag. Am Mikrofon. Hi. Ich stelle hiermit den Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. Aktuell sind wir 79 Akkreditierte. Um diesen Antrag zu stellen, brauche ich 3 weitere Piraten, die diesen Antrag mit mir stellen. Ich bitte um Handzeichen. Dankeschön. Damit hat die Versammlungsleitung die Beschlussfähigkeit festzustellen. Ich bitte, das zu tun. Gut, ich bitte mal den Wahlleiter zu mir. Der wird das jetzt für uns durchführen, und zwar... machen wir so einen kleinen Hammelsprung hinten durch die Wahlkabine, und der Wahlleiter wird die Anwesenden zählen, um sicherzustellen, dass keiner rauchen geht oder sonst irgendetwas. Also alle, die... Kommt doch mal gerade nach vorne, bitte. Dann erklären wir das ganz kurz. Nee, das ist sicherer. Nee, weil dann laufen sie rum. Also wir würden das ganz gerne jetzt im Wahllokal über den Hammelsprung machen. Begebt euch bitte, wenn der Wahlleiter so weit ist, wird er mir das Zeichen geben, hinten in den Wahlraum, und er wird dann die Anwesenden zählen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch 50% auf die Waage bringen. Wir brauchen noch die Zahl vom Akkreditierungsbüro. 79 hat er gesagt. 79? Gut. Das heißt, wir brauchen 49. Wir wollen 40. 40 brauchen wir. 40. Das heißt, wir brauchen 40 noch anwesende, richtig akkreditierte Piraten. So, wenn der Wahlleiter so weit ist, möge er einfach beginnen, nach Gusto, mit der Zählung. Thank you.
weiß nicht, ich bin jetzt 25. durch. Gut, so, das Ergebnis. Darf ich? Ich muss feststellen. Natürlich kann das auch der Wahlleiter machen. Sowohl die Zählung als auch die Kontrollzählung haben ergeben, dass wir weniger als die benötigten 50% haben. Somit schließe ich. Wie viel genau jetzt? Wir haben in der Zählung 35, in der Kontrollzählung 36, aber wir hätten 37 gebraucht, so oder so. In beiden Zählungen Quatsch. Paragraph 4, Absatz 6, 50% nicht mehr da, Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben. Gut, meine Lieben, wir hatten also eine Veranstaltung, hatten wir jetzt so, nicht? Es gibt da noch jemanden, der euch etwas sagen möchte. Zuerst einmal der Flo, so als Abschluss, der Flo ganz kurz. Und dann bekommt der neue Vorsitzende noch ein Wort. Hast du eine Frage? Thomas, ich darf dich darauf hinweisen, dass wir keine Veranstaltung mehr haben, in der du einen GU-Antrag stellen könntest. Okay, Flo. Ja. Unser Ziel als Partei ist, also ich mache jetzt mal ganz kurz was. Unser Ziel als Partei ist es ja, Mitglieder zu werben und vor allem Wähler zu werben. Und wir sind diese Internetpartei und wir machen auch das mit dem Internet. Das heißt, wir haben eine Website, die kann man sich ausdrucken, die kann man sich angucken. Aber man will sie nicht angucken, weil sie ist nicht so wirklich pralle. Sie ist, salopp gesagt, zum Kotzen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das in nächster Zeit direkt besser wird, weil ich weiß, dass keiner dran arbeitet. Zumindest war das der Stand von gestern Abend. Was ihr gemacht habt, weiß ich nicht. Ich würde mich jetzt nämlich hier hinstellen und sagen, ich möchte gerne eine hier AG Öffentlichkeitsarbeit gab es mal, die will ich nicht machen, weil es da irgendwelche Strukturen gibt, sondern einfach von mir aus loses Treffen oder nenn es SG Öffentlichkeitsarbeit, nenn es SG Website, nenn es wie du lustig bist. Wo man sich mal zusammensetzt und darüber spricht, das besser zu machen und dann auch besser macht. Und das Beste an der Sache ist, ihr könnt alle mitmachen, weil ihr braucht kein technisches Wissen oder so, ihr müsst euch nicht damit auskennen, weil jeder sollte fähig sein, die Seite aufzurufen, sich die Seite anzugucken und irgendwelche Fehler, die er findet, uns Bescheid zu geben oder Rechtschreibfehler oder irgendwie solche Sachen. Wer gerne mithelfen möchte, ist eingeladen, mal zu irgendeinem Mumble-Treffen oder so, müssen wir nochmal gucken, wie wir das organisieren. Ich setze da was auf die Mailingliste, zu organisieren, dass man sich da einmal abspricht, wie wir weiter vorgehen möchten. Und wie auch dort kann jeder mitmachen, weil jeder ist fähig, abgesehen vom Technischen, auch inhaltlich was dazu beizutragen, eine Struktur vorzuschlagen, wie die Seite strukturiert werden soll, welche Inhalte überhaupt draufkommen und welche Inhalte nicht draufkommen. Und das sollte es eigentlich gewesen sein und ich würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht gleich noch bei mir meldet, wenn ihr mitmachen möchtet und ansonsten mal auf die Mailingliste guckt, wenn ich da was Schönes draufschreibe. Dankeschön. So, dann geben wir jetzt dem neuen Vorsitzenden noch einmal die Gelegenheit, Abschiedsworte an euch zu richten. Viel Spaß. Ja, liebe Leute, jetzt ist mal wieder soweit, Danke zu sagen. Wir sagen Danke der Wahlleitung, die mit den Wahlhelfern zusammen es tatsächlich geschafft haben, dass wir einen kompletten LAFO an einem Tag gewählt haben und heute noch die Kassenprüfer. Ich denke, das ist eine Arbeitsleistung, Respekt.
Wir bedanken uns bei der Sitzungsleitung, die uns souverän durch die beiden Tage geführt haben. Wir bedanken uns bei denen, die die einzigen sind, die jetzt arbeiten, gerade dem Orga-Team. Absolut geil. Ich meine, Leute, ich war jetzt schon auf vielen Parteitagen, aber nur auf niedersächsischen LPTs habe ich immer ein Netz. Ja, also hallo. Vielen Dank an Sandra und Helena fürs Protokollschreiben. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Und dann will ich doch tatsächlich noch was Politisches sagen. Heute Morgen ging es durchs Radio, viele haben es noch nicht mitbekommen. Die merkbefreiten Hulbratzen, die sich Hooligans nennen, meinen, sie müssen jetzt in 14 Tagen in Hannover über die Straßen laufen, um gegen andere merkbefreite Hulbratzen, die sich Salafisten nennen, zu protestieren. Mir graut tatsächlich davor, was da in Hannover stattfinden wird. Ich weiß überhaupt nicht, wie man überhaupt auf solche Ideen kommen kann. Wir stehen für eine freie, tolerante, weltoffene Gesellschaft. Es gibt gar keine Notwendigkeit, irgendwelche Religionen auszugrenzen oder so. Wir werden uns jetzt leider als Landesverband damit zu befassen haben, wie wir uns stellen. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir werden dazu aufrufen, diese Leute nicht zu unterstützen, sondern Flagge zu zeigen, dass wir für Freiheit und Liberalität stehen. Und jetzt bleibt mir dann tatsächlich nur noch zu sagen, nicht alle Blitzer auf dem Weg zur Autobahn sind Attrappen. Fahrt vorsichtig und wir sehen uns alle. Bis bald. Bitte was? So, viele von euch kennen das schon, wir haben da so tolle Kabelkanäle, ja, die ihr hoffentlich auch zahlreich genutzt habt, die müssten auch abgebaut werden. Das ist, wenn das ein oder zwei Personen machen, dauert das doch schon ziemlich lange, also wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr da ein bisschen helfen könnt, das abzubauen. Die Kabelkanäle müssen aufgemacht werden und die Kabel müssen einzeln zusammengelegt werden und dann liegen da hinten schon so ein paar gelbe Kisten, da müssen die Kabel rein, das ist geordnet nach fahrbarem Kabel. Einfach vernünftig zusammenrollen, da reinwerfen, damit würdet ihr uns schon sehr helfen. Ja, ich danke euch für 2 Jahre Landesmitgliederversammlung und Landesparteitage, die ich mit euch machen durfte. Heute wird das meine letzte sein. Ich gebe zum Ende des Monats meine Veranstaltungsbeauftragung zurück. Ich denke, mit dem Team, was wir aufgebaut haben, das wird auch ohne mich sehr gut klarkommen. Ich bin für Fragen natürlich auch immer da. Ich bedanke mich, dass ihr doch das immer zu recht schönen Veranstaltungen gemacht habt. Danke. Ja, da will ich einfach direkt noch drauf eingehen. Ich möchte Pascal erstmal herzlich danken. Das habe ich gestern schon mal getan. Nur was Pascal in diesen 2 Jahren in diesem Landesverband an Zeit, an Kraft investiert hat, war grandios. Pascal, vielen, vielen Dank. Und damit wir diese gute Arbeit auch fortsetzen können, hat der neue Landesvorstand heute in seiner ersten Sitzung auch einen neuen Veranstaltungsbeauftragten schon ernannt. Also zum nächsten Ersten, sobald Pascal seine Beauftragung zurückgegeben hat, der neue Veranstaltungsbeauftragte zusammen mit Achim wird Jan Siekers sein, der da hinten gerade arbeitet und mal winkt.
Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass Jan das genauso gut macht wie Pascal. Danke, Jan, dass du den Job übernimmst. Und ich wünsche euch allen dann eine schöne Heimfahrt und helft bitte auch noch fleißig beim Abbau mit. Das würde uns echt viel Zeit sparen. Danke euch. Kurzer Hinweis zum Abbauen. Die Stühle bitte achterweise zusammenstellen und die Tische stehen lassen.